Bald könnte, ja bald wird es neue iPhones geben und für viele stellt sich nach dem Neukauf die Frage, wie bekomme ich denn meine bisherigen Daten aufs neue Gerät? Darüber sprechen wir heute in Mac & i Podcast Folge Nummer 53. Ja, herzlich willkommen, Mac & i Podcast 53 hier. Heute wollen wir darüber sprechen, in Vorbereitung ja des iPhone-Herbstes. Im September ist ja immer das Apple-Event, wo neue iPhones vorgestellt werden. Aber wie kriegt man die Daten von A nach B? Darüber spreche ich. Einerseits, ja, neues iPhone, alter Leo. Hallo Leo, grüß dich, Leo Becker. Ja, Leo Becker 15 vielleicht dieses Jahr oder auch älter inzwischen. Ja, Leo, ich wüsste auch gar nicht, wie man dieses immense Wissen, was du mitbringst, da überhaupt übertragen sollte. Also das ist insofern... Auf neue iPhones, neue Gehirne. Nein, wir müssen dich so behalten, wie du bist. Und ja, mit dabei aus der Mac & i Redaktion, Holger Zelder. Bei macOS Hallo. Würde man sagen, ja, der Migrationsassistent gewisserweise in dieser Sendung, oder? So in der Art. Ja, und zuständig für schlechte Scherze in dieser Sendung, Malte Kirchner, das bin ich. Ja, lasst uns, bevor wir zu unserem eigentlichen Thema kommen, kurz einen Blick auf die Neuigkeiten werfen. Natürlich geht vieles in diesen Tagen rund um das iPhone und da werden wir bald ja dann Gerüchte durch Fakten ersetzt sehen. Aber der Blick geht ja auch schon ein wenig voraus in Richtung Herbst und in die nächsten Jahre. Und da ist natürlich immer das iPad ein großes Thema, denn da hat sich ja auch eine ganze Weile nicht so viel getan. Und nun gibt es aber eine Meldung, dass ja ein Gerücht, das es lange gab, jetzt dann wohl doch nicht sich bewahrheiten soll. Und zwar, dass ein größeres iPad kommt, also größer als das größte iPad Pro, was wir zurzeit haben. Das soll nämlich angeblich zurückgestellt worden sein. Ja, und das würde ich ganz gerne mit euch beiden mal diskutieren. Die Frage, braucht es ein größeres iPad oder ist das eine bedauerliche Nachricht, wenn ein größeres iPad nicht kommt? Holger, wie geht dir das? Also für mich persönlich finde ich es jetzt nicht bedauerlich, weil mir selbst das 12 Zoll schon zu groß wäre, aber ich kann mir schon vorstellen, dass diejenigen, die viel damit zeichnen oder eben auch umkonstruieren, schon gerne mehr Arbeitsfläche hätten. Also wäre vielleicht gar nicht schlecht, dort noch einen etwas größeren Unterschied, eine etwas größere Gap zu haben zwischen 11 und 12,9 Zoll oder eben zwischen 11 und 14 Zoll. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es ganz gut stattdessen reinpassen würde. Ja, ich bin hin und her gerissen. Also auf der einen Seite wird man sich immer vorstellen, dass gerade fürs Zeichnen natürlich ein riesiger Touchscreen toll wäre. Mal von der Frage der Bezahlbarkeit abgesehen, aber auch also so ein 20 Zoll oder das, was Microsoft ja mal hatte oder immer noch hat als diesen klappbaren Surface, was praktisch ein riesen iMac-artiger All-in-One-Desktop-Rechner ist, den du halt das Display nach unten klappst und dann als Maloberfläche oder Zeichen-Skizzieroberfläche benutzen kannst. Das sind schon faszinierende Ideen, aber sie werden natürlich auch schnell nischig und da weiß ich nicht, ob Apple da so richtig dran interessiert ist. Und natürlich ist es so, dass das iPad Pro, auch wenn man es mit dem klassischen Laptop vergleicht, der immer noch am unteren Ende der Größe ist, also ein 14 Zoll oder ein 15 Zoll iPad Pro, ist eigentlich was man sich einfach vorstellen könnte und was ja auch nicht irgendwie furchtbar riesig ist unterm Strich, ne? Ja, aber also ich bin neugierig, ob sie halt irgendwann den Schritt gehen. Und im Moment wirkt es ein bisschen so, dass Apple sowieso nicht so recht weiß, wo sie eigentlich mit dem iPad hinwollen und wieder zurückgekommen sind dazu, dass sie lieber den Mac intensiv vorantreiben. Und wir hatten zwischenzeitlich mal ein paar Jahre, wo es wirkte, dass sie nicht mehr wussten, wo sie mit dem Mac eigentlich hinwollen und das iPad sehr intensiv vorangetrieben haben. Und jetzt ist es einfach so, dass sie halt, ja, sie sind halt bei diesem 11 und knapp 13 Zöller halt angekommen und das sind, also ich meine, der 11-Zoller ist schon so, wenn du auf dem 11-Zoll iPad Pro wirklich Laptop-Style arbeiten willst, merkst du schon, dass es an die Grenzen kommt. Selbst jetzt, wo man die Bildschirmauflösung ein bisschen hochschrauben kann, du hast halt nicht viel Platz wirklich, um was zu machen. Und das heißt, und das 12-Zoll iPad, das also 12,9-Zoll iPad Pro, das ist halt schon auf der anderen Seite dann eben so riesig und auch mit dem Magic Keyboard so schwer, dass du halt schon ziemlich groß, also dann zumindest als klassischer Mac-Nutzer fragt man sich dann, ja okay, dann nehme ich mir halt lieber mein 14-Zoll MacBook Pro mit und habe dafür halt wirklich die komplette Flexibilität. Aber vielleicht bist du ja, Malte, jemand, der genau dieses große iPad in seinem iPad-Leben vermisst.
Ganz im Gegenteil, mich hat es eigentlich irritiert, als damals dieses Gerücht aufkam, dass Apple in die Größe gehen will. Also die genannten Gründe von euch, die sind alle einleuchtend und gerade da Apple sich ja auch dann eben ja diesem Wunsch verweigert, einen Touchscreen-Mac zu bringen, der ja eben dann dieses Bedürfnis, das manche haben, nach einem größeren Bildschirm, auf dem man auch dann mit dem Finger oder mit dem Stift malen kann, dann befriedigen würde. Also es wirkte irgendwie glaubhaft, aber es war auf der anderen Seite irgendwie komisch, weil ich bislang den Eindruck habe, dass Apple echt so einen Cut macht bei 13 Zoll. Also so ab 13 Zoll beginnt die Notebook-Welt und darunter ist dann so die iPad-Welt. Da haben sie eine sehr schöne Trennung voneinander, was sich auch so ein bisschen mit diesem Mobilitätsgedanken ja auch dann vereinen lässt, dass man eben eher kleine Geräte mit auf Reisen nimmt. Und das hätte jetzt so eine sehr merkwürdige Überlappung gegeben, so bis hin ja eigentlich zu den 15 Zoll Macs und MacBooks. Und ja, da hätten die MacBooks irgendwie Probleme bekommen, zumal wir ja auch noch Gerüchte hören, dass ja das nächste Magic Keyboard ja mit metallener Oberfläche und dicker und eigentlich ja im Grunde genommen ein Notebook-Keyboard sein wird, was man anflanscht an sein iPad, wenn das denn stimmt, was da gesagt wird. Und allein das ist ja auch schon so ein Punkt. Also diese Diskussion haben wir auch ja schon bei den iPad Pros geführt, dass wenn man die jetzt voll ausstattet, dass die dann ja so dick und so schwer sind, dass man ja diesen Portabilitätsvorteil gegen einem MacBook bedingt oder gar nicht mehr hat. Ja, und der Preis auch einfach extrem schmerzhaft wird an einem gewissen Punkt. Also wenn du wirklich die Vollausstattung nimmst, ist ja Wahnsinn, wo du dann landest und was du dann als Pendant MacBook oder Laptop der Wahl halt bekommen würdest für den Preis. Und das macht es natürlich schwierig, außer du hast halt wirklich diesen spezifischen Anwendungsfall, dass du halt darauf malen, zeichnen, skizzieren und so weiter willst und damit natürlich der Mac dir dieses Element bislang einfach nicht bieten kann, dann bleibt natürlich nur der Griff dann zum iPad oder zum iPad Pro. Ja, also ich würde mich freuen schon, wenn sie mit dem iPad natürlich mehr experimentieren würden, aber es bleibt das Basisproblem, die iPad-Hardware ist eigentlich immer recht fantastisch und die entwickeln sie ja auch konsequent weiter, aber iPadOS hängt halt immer noch in einem Zwischenzustand, wo man nicht recht weiß, wo soll iPadOS hingehen. Also wird es halt zu einem ernsthaften Betriebssystem im klassischen Stil, dass es halt flexibel ist, oder gehen sie halt darauf zurück, dass du es wieder super einfach machen kannst und damit halt einfach ein sehr simples, aber schönes Gerät hast, was halt keinen Firlefanz macht, aber dafür halt auch keine Probleme macht. Das geht ja auch. Jetzt mit iPadOS 17 demnächst kann man zum Beispiel wieder all den Multitasking-Krempel in iPadOS abschalten, sodass man wirklich wieder so zum ganz alten iPad, also zum ganz alten iPad zurückkommt, wo du einfach eine App hast, die machst du auf und dann machst du sie wieder zu und dann machst du die nächste App auf. Kein Multitasking, alles Firlefanz, alles raus damit. Ich glaube, das Problem entsteht vor allem dadurch, weil Apple halt mit diesem Pro-Ansatz da Verwirrung stiftet. Weil dieses, ich kann ein Notebook vollwertig ersetzen, das war ja mal so ein Werbeslogan, dass das halt irritiert und dass eigentlich jetzt auch die Hardware und die Software dem enge Grenzen setzen. Also als reines Consumer-Device, wie du es ja gerade skizziert hast, ist ja das iPad nach wie vor perfekt. Das ist ja ein wunderbares Gerät und es ist auch für viele, die sich jetzt nicht so mit Technik auskennen, ein ganz wunderbares Gerät, weil man kann da wenig falsch machen. Es ist alles relativ übersichtlich, auch wenn das Betriebssystem über die Jahre auch viel mehr Schalter und Einstellungen bekommen hat. Aber verglichen mit einem Mac ist es natürlich immer noch deutlich einfacher und ich kann es eigentlich auch nicht wirklich schrotten, das Betriebssystem. Und das ist ja dann eben ein Traum für viele, die damals traumatisiert sind vom Desktop-Computer oder vom Notebook und da ist dann mal irgendwas kaputt gegangen. Ja, mal schauen, wie das weitergeht mit dem iPad. Für mich ist ja vor allem auch erstmal die Frage spannend, wann geht es denn weiter mit dem iPad? Also wird es jetzt im Oktober da irgendwelche Neuigkeiten geben oder ist das ein Thema für das Jahr 2024? Ja, wir werden es sehen. Wir werden sehen, ja. iPad Pro wohl erst nächstes Jahr, aber vielleicht bei den anderen iPads wäre auch mal wieder ein Update fällig, ne? Ja. iPad Air und iPad Mini, mal sehen. Die haben aber auch sehr seltsame sehr seltsame Aktualisierungszyklen, was es schwierig macht, es einzuschätzen. Ja. Wir werden darüber berichten und wir werden vor allem auch darüber sprechen in diesem Podcast. Und ja, ein Glück, dass wir heute noch nicht über iPad-Migration sprechen müssen, wie man da die Daten vom einen auf das andere bekommt. Denn wir haben ja erstmal das iPhone vor der Brust. Und ja, das wird sicherlich sehr viele wieder betreffen. Das iPhone 15 wird ja spekuliert, dass es am 12. September von Apple vorgestellt wird. 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max oder gar das 15 Ultra. Wir werden es sehen. Wir werden natürlich auch darüber hier sprechen. Aber heute werden wir erstmal so ein bisschen vorbereitende Handlungen hier jetzt dann abstecken. Und das ist eben die Sache, wie kommt das von A nach B? Holger,
meine erste Frage dazu wäre, Apple hat es ja so gefühlt über die Jahre immer mehr vereinfacht, dass man jetzt dann die Daten übertragen kann, wenn man sich ein neues Gerät gekauft hat. Aber was ist so dein Eindruck aus der Praxis? Ist es dann tatsächlich so einfach oder gibt es da doch noch größere Fallstricke? Das kommt immer auf den Einzelfall an, weil im Vergleich zu früher, wo man eben tatsächlich nur ein iPhone-Backup machen konnte, das zurückübertragen musste, dann immer irgendwo ein Computer in der Zwischenstation war, man doch immer wieder mal was falsch machen konnte oder auch mal Daten aus einzelnen Apps verloren hat, ist es schon viel einfacher geworden. Also Apple hat da in den letzten Jahren sehr viel gemacht. Ich weiß jetzt nicht, an welcher Stelle wir vielleicht anfangen. Also ich hatte ja schon gesagt, anfangs gab es eben nur die Möglichkeit, ein Backup zu machen am Computer über iTunes. Und später gab es auch die Möglichkeit für diejenigen, die das in der Cloud haben wollten und immer aktuell haben wollten, das über die iCloud zu machen und dort sein Backup hinzustellen. Und wenn man dann sein neues iPhone ausgepackt hat, hat man dann vom Mac-PC oder eben von der Cloud das Backup wieder eingespielt. Dann war es eben auf dem Stand, wie das letzte Backup war. Und was es seit iOS 12.4 gibt, ist diese Funktion Schnellstart, die direkt von iPhone zu iPhone die Daten überträgt. Und das ist nun wirklich, ich will nicht sagen idiotensicher, aber man kann sehr wenig falsch machen. Und das ist eigentlich auch ganz schön gehandhabt. Und was man dabei hat, ist ähnlich wie bei Mac mit dem Migrationsassistenten, grafische Oberfläche. Man legt die beiden iPhones nebeneinander, scannt die Grafik von dem einen iPhone mit der Kamera vom anderen ein und überträgt Daten. Und die Programme werden dann und die Apps, die werden später dann nach und nach nachgeladen. Und der ganze Datenbestand, der eben in den Apps drin ist, der wird dann auch übertragen. Wo es dann eben speziell wird, ist der Punkt, in dem die Apps ihre eigenen Daten speichern oder sich über einen zweiten Faktor authentifizieren müssen, bei Banking-Apps zum Beispiel. Weil das wird so nicht unbedingt übertragen, dann muss man das neue Gerät neu authentifizieren. Das hängt dann immer vom jeweiligen Anbieter ab. Ich glaube, also zur Vorbereitung, man sollte sich in jedem Fall Zeit nehmen. Ich glaube, eins der größten Fehler ist diese Idee, das zwischen Tür und Angel machen zu können. Das kannst du, wenn du irgendwie ein super minimales Setup hast, aber für die meisten Leute, die halt sich so im Laufe der Zeit halt Apps angesammelt haben und vor allem eben Banking- und Messaging-Apps natürlich auch auf ihrem iPhone haben, da funktioniert das nicht mehr zwischen Tür und Angel, sondern man braucht einfach ein bisschen, man sollte da wirklich mal ein, zwei Stunden oder auch länger einplanen, wo man in Ruhe am besten zu Hause ist, wo man eine stabile WLAN-Verbindung hat und möglichst schnelle und stabile WLAN-Verbindung hat, sodass halt all diese Daten auch in irgendeiner Form geladen werden können. Weil zwar hast du eben immer noch diese alte Möglichkeit, das über ein lokales Backup, also iTunes lokales Backup zu machen, am besten verschlüsselt, weil dann mehr Daten auch wieder zurückkommen, also vor allem die Zugangsdaten. Aber das Problem ist halt, ich empfehle inzwischen ungern, diesen Weg zu gehen, weil es so auf mich wirkt, als würde Apple den nicht mehr wirklich offiziell unterstützen. Also ich meine, sie unterstützen ihn schon, aber ich meine, wer um alles in der Welt arbeitet noch an iTunes oder irgendwie dem Desktop-Anbindung von des iPhones? Also das ist irgendwie aus einer vergangenen Zeit. Das heißt, am Schluss bleibt dir halt der iCloud-Weg über das iCloud-Backup und es bleibt dir halt der zweite Weg, den Holger jetzt gerade schon erzählt hat, nämlich auch über Schnellverbindung? Schnellstart, ja, genau. Oder was eben der Migrationsassistent in macOS ist. Und ich greife auch eher zu diesem letzteren Weg. Am Schluss ist es sowieso so, dass ein Großteil der Daten wieder aus der Cloud gezogen wird. Also egal, welchen Weg du gehst, du hast einen ganzen Berg von Daten, der einfach über eine Internetverbindung wieder auf dem iPhone auch im Lauf der Zeit landet und je nach Verbindung auch manchmal schneller oder länger halt brauchen kann. Und dann musst du dir überlegen, in welche Probleme du mit einzelnen Apps halt reinrennen könntest. Und da ist halt immer der große Bonus, dass man vor allem auch, das braucht man für den Schnellstart ja sowieso, aber der große Bonus auch, solange man sein altes Gerät eben noch greifbar hat. Also diese Taktik, ich verkaufe mein altes iPhone, bevor das neue iPhone kommt,
um da schon einen besseren Preis, zum Beispiel halt einen Wiederverkaufspreis noch besseren mitzunehmen. Das ist zwar clever in der Hinsicht des Wiederverkaufspreises, aber es ist halt sehr, macht es viel schwieriger dann, weil dann kannst du halt nur noch den Weg über das lokale Backup oder über das iCloud Backup gehen und du hast halt nicht mehr dein altes Gerät, wo du eben mit Banking-App XY schon bei der Bank angemeldet ist und dann auch deine neue, die App auf dem neuen iPhone wieder autorisieren kannst, zum Beispiel deine Tanz zu beziehen oder wie auch immer dann das jeweilige Setup ist. Meistens kannst du dich da rausretten, wenn du das alte iPhone mit der alten App hast, dann kannst du es auf dem neuen einrichten relativ bequem. Wenn du das nicht hast, dann musst du fast immer irgendwie den Weg über irgendwie Support und Brief, dann kommt wieder ein Brief von der Bank, der dauert dann 4 Tage und so weiter und in dem kannst du natürlich dann keine Überweisungen machen. Also zumindest bei solchen Banking-Apps sollte man im Vorfeld schon mal gucken, gibt es vielleicht die Möglichkeit, gibt es da sowas wie eine Umzugsfunktion? Bieten einige Authenticator an. Bei manchen muss man aber trotzdem immer noch ganz oldschool eine Aktivierungsgrafik einscannen. Manchmal reicht die alte, manchmal brauchen wir für jedes Gerät eine neue. Und das kann man eben auch nicht pauschal sagen. Ja. Es empfiehlt sich sicherlich, wenn man den Umzug plant, noch das alte Gerät beizubehalten. Würde ich auch immer dazu raten, selbst wenn es eben, wie du schon sagtest, attraktiv ist, noch ein bisschen mehr Geld zu erzielen beim Wiederverkauf. Die Mühe ist es vielleicht nicht wert. Naja, mal ganz abgesehen davon, dass es ja auch schwer vorstellbar ist, dann noch Tage, Wochen ohne ein iPhone dann auszukommen in der Zwischenzeit. Finde ich jetzt persönlich schwierig. Ja, wobei Apple da ja auch an die Nutzer gedacht hat, die früher verkaufen wollen. Also diese Schnellstartfunktion gibt es in dem Grunde auch umgekehrt. Denn wenn man sagt, ich möchte mein altes iPhone verkaufen, gibt es auch die Möglichkeit zu sagen, so bereite alles vor und dann bläst Apple den iCloud-Speicher auf unbegrenzten Speicherplatz, eben so viel, bis ein komplettes iPhone-Backup reinpasst, selbst wenn ich noch nicht mal ein kostenpflichtiges Abo habe. Und dann kann ich 21 Tage lang diesen ganzen Datenschatz auf ein neues iPhone umziehen. Ist natürlich höchst gefährlich, wenn mein neues iPhone eine Lieferverzögerung hat und ich dann vielleicht ohne Gerät dastehe. Also ich würde es nicht machen. Aber vielleicht dann interessant, wenn man das Gerät dann auch schon zurückgesetzt hat, dass man das im Vorfeld nochmal anstößt und nach 21 Tagen wird es dann ja gelöscht. Was machen denn Leute, die jetzt keinen guten Internetanschluss haben? Also es kam ja gerade schon zur Sprache, sehr vieles wird heute aus der Cloud geladen, die Apps werden ja auch nicht direkt übertragen, sondern einfach neu installiert und dann die jeweiligen Datensätze dann hinterlegt vom Benutzer. Aber man darf ja auch im Jahre 2023 in Deutschland leider nicht voraussetzen, dass jeder einen super Glasfaseranschluss mit 1 Gigabit hat. Was machen diese Menschen? Ganz doof gesagt, die können sich natürlich auch später an einen anderen Ort begeben und dann das Ganze fortsetzen. Also dieser Schnellstart, der überträgt ja am Anfang Dokumente und Einstellungen. Diese Apps, die werden später alle runtergeladen. Dieser Download, den kann ich auch pausieren. Und alles, was ich jemals im App Store gekauft habe, kann ich ja jederzeit wieder runterladen, solange es verfügbar ist. Also das ist ja nicht das Problem, wenn ich es dann irgendwie eilig habe, weil ich vielleicht schnell zur Arbeit muss oder einen Zug bekommen muss und ich vielleicht ganz dringend meine App vom Nahverkehrsbetrieb brauche, dann kann ich auch sagen, priorisiere den Download dieser App, halt die anderen an und lade die schnell runter, so schnell es eben geht und dann mache ich woanders weiter. Ja, ich glaube, also eine stabile Internetverbindung ist auf jeden Fall, muss man dann schauen, dass man sie irgendwo herbekommt. Wenn man sie zu Hause nicht findet, dann zumindest für diesen Übergang ist es, glaube ich, empfehlenswert. Weil man einfach, irgendwas muss man auf jeden Fall runterladen. Und selbst wenn es überschaubar ist und selbst wenn man vorher sein iPhone furchtbar penibel und langwierig aufräumt, es ist einfach ein Berg an Daten. Und man muss ja auch überlegen, dass man sich natürlich auch einfach macht, also ich meine nicht nur die Voraussetzung der schnellen Internetverbindung gegeben, aber sich natürlich einfach macht, wenn natürlich viele Daten auch einfach sowieso schon über iCloud synchronisiert werden, weil man dann einen ganzen Berg von Sachen, die landen ja gar nicht mehr im klassischen Backup oder in dem, was iCloud halt sichert, sondern die sind in iCloud, aber nicht Teil des iCloud Backups, sondern die fliegen da halt mit herum. Fotosammlung ist so, oder Fotomediathek. Wenn man halt die iCloud-Fotomediathek benutzt, dann landen die Fotos nicht mehr im iCloud-Backup, aber sie sind natürlich trotzdem irgendwo gebackupt in iCloud und kommen natürlich dann auch aufs neue Gerät wieder, ohne dass man da groß was veranstalten muss.
Und das gilt auch für andere Sachen. Auch die Health-Daten zum Beispiel werden ja inzwischen über iCloud synchronisiert, wenn man das nicht abdreht. Und damit landen die dann auch automatisch wieder auf dem neuen Gerät. Das kann mitunter auch dauern, Zeit, je nach Größe der Datenbank. Und da spielen immer verschiedene Sachen rein. Und das ist aber natürlich zum Beispiel für Apple Watch-Nutzer ist das halt essentiell. Da gab es ja auch, das ist auch ein guter Seitenpunkt, weil die Apple Watch hat das immer noch mal komplexer gemacht, diesen Umzug vom alten iPhone aufs neue iPhone. Und das hat Apple auch erst, sagen wir mal, relativ spät gefühlt in den Griff bekommen, dass sie da diese Vorkehrung hatten, ja, okay, du willst diese Apple Watch also auch umziehen auf ein neues iPhone, um das zu berücksichtigen. Und wenn man Glück hat und diese Automatik durchläuft und funktioniert, dann nimmt die eben auch die Watch dann eben vom alten iPhone zum neuen iPhone mit, sodass die danach wieder verbunden ist. Aber es ist halt ein potenzieller Stolperstein mehr in diesem ganzen Setup, den man dann hat. Nun ist es ja unter Idealvoraussetzungen so, dass man zwei iPhones nimmt, die die gleiche Betriebssystemversion installiert haben. Aber es gibt ja auch viele Szenarien, wo das eben nicht der Fall ist. Sei es, dass man jetzt ein sehr altes Gerät nimmt und möchte dessen Daten auf ein neueres Gerät mit neuestem Betriebssystem übertragen. Oder, das wissen wir auch, viele spielen ja auch gerne mal mit den Beta-Versionen herum und haben die dann nicht rechtzeitig deinstalliert und wollen dann beim Kauf eines neuen Gerätes dann eben auf die stabile Version gehen. Aber ja, das könnte Probleme geben. Wie ist denn das überhaupt? Führt das nennenswert zu Problemen? Worauf sollte ich da achten? Also was ist außer jetzt, dass es wirklich beide auf dem gleichen Stand sind? Aber was sind akzeptable Zustände, was die Betriebssystemversionen angeht? Idealerweise ist das iPhone, auf das ich umziehe, auf dem gleichen Stand oder neuer. Das war früher ein Riesenproblem, weil es dann überhaupt nicht weiterging, wenn das neuere iPhone oder das vermeintlich neuere iPhone, also das, was man dann neu bezieht, auf einem älteren Stand war, weil so musste man es immer einrichten, aktualisieren, dann wieder löschen und dann wieder von vorne anfangen. Und inzwischen ist eben auch Teil dieses Einrichtungsassistenten zu sagen, okay, das alte iPhone ist auf einem neueren Stand, ich kann aber ein Update installieren und dann versuchen wir es nochmal. Funktioniert auch tatsächlich recht gut. Bei Beta-Versionen ist es natürlich nochmal ein anderes Problem, aber das ist eigentlich eher ein Sonderfall. Apple davon nicht so richtig, also nicht so direkt davon ausgeht, behaupte ich einfach mal, oder es einfach nicht will. Diejenigen müssen dann eben entweder warten, bis die Beta-Version final ist, oder jedenfalls mit dem Datenverlust auskommen. Ja, es ist also meistens geht es ja gerade so gut, weil dann die iPhones, die ja jetzt natürlich in Produktion sind, werden ja dann letztlich mit einer Beta von iOS 17 geflasht, wenn man so will. Es kann ja auch sein, dass man für dieses iPhone, was man dann neu kauft, als erstes mal ein Update installieren muss, weil halt bis dann das iPhone angekommen ist, gibt es dann vielleicht auch schon das erste Update. Aber da ist, also ich meine, es ist einfach, es bleibt die Basis, solange iOS merkt, dass das Backup aus einer neueren Versionsnummer kommt, dann ist es praktisch mal aufgeschmissen. Also da muss man versuchen, halt beide Geräte auf demselben Stand, oder wie Holger sagte eben, dass das neue iPhone muss dann schon weiter sein als das Backup. Also eine ältere Version kann man auf die neuere Version backuppen, aber umgekehrt funktioniert das Spiel halt nicht. Also meistens geht's gut, wenn man halt jetzt im Herbst dann gerade zum neuen iPhone dann tatsächlich vorher auf der Beta war, weil jetzt werden wir ja kurz nach der iPhone-Ankündigung wird ja kurz danach auch iOS 17 dann sicher in finaler Form veröffentlicht werden und dann kann man ja alle Geräte auch wieder auf einen normalen Stand bringen. Und die letzten Betas sind ja so, dass die allerletzte Release-Candidate-Version, die entspricht ja auch oft unter Umständen schon dann der allgemeinen iOS 17.0-Version, die unter Umständen dann auch auf dem iPhone einfach drauf ist, was frisch ausgeliefert wird. Ich muss nochmal zum Thema Übertragungsweg zurückkommen, denn Leo, du sagtest es, glaube ich, ja vorhin, dass ja iTunes war ja der ursprüngliche Weg. Man hat sozusagen den Computer als Mittler benutzt, um dann die Daten zu übertragen. Mittlerweile ist ja eben die Cloud das Mittel der Wahl und die Daten werden vor allem kabellos übertragen, eben also über WLAN. Jetzt soll es ja den USB-C-Port geben beim iPhone 15 und den angeschlossenen Geräten sozusagen. Wäre das nicht eigentlich jetzt mit dem besseren Standard auch mal
ein Grund, vielleicht zurückzukehren, dass das Kabel vielleicht eine Renaissance feiert, oder sagt ihr, da ist Apple dermaßen wireless unterwegs, also das kommt für die gar nicht in Frage, weil die Datenmengen werden ja auch nicht weniger. Also wenn man jetzt zum Beispiel so ein Gerät hat mit maximaler Speicherausstattung, das ist ja nun mal, auch wenn man einen Gigabit-Anschluss hat, kein Pappenstiel, das alles zu übertragen. Das nicht, aber ein iPhone hat bislang immer eine USB 2.0 Geschwindigkeit am Lightning Port. Also bei einigen iPad Pros liegt ja auch USB 3.0 an, das wäre auch schneller gewesen, aber beim iPhone eben nicht. Und die Frage, die wir uns ja heute noch stellen müssen, ist, bringt Apple mit dem iPhone 15 dann auch ein schnelleres USB-C mit oder bleiben sie eben auf USB 2.0? Das ist zum heutigen Tag noch überhaupt nicht klar. Gerüchteweise kommt Thunderbolt in iPhone Pro-Geräte, andere Gerüchte sagen nicht. Und das ist der eine Faktor. Und zum anderen könnte ich mir auch vorstellen, dass Apple kein Interesse dran hat oder es einfach ignoriert. Ja, zumal man sich das Thunderbolt-Kabel wahrscheinlich auch dazu kaufen werden muss. Richtig. Wenn man dann eine schnellere, also Pro-Modell plus Thunderbolt-Kabel. Wir werden es bald sehen, wie es dann tatsächlich in der Praxis, also wie es tatsächlich aussieht, was Apple halt macht. Aber das, ja, die Renaissance des Kabels ist natürlich eine interessante Diskussion. Und ich meine, es gibt sicher Leute, die mit gutem Grund daran festhalten wollen, ihre Daten lieber lokal zu speichern. Also ich glaube, es spricht auch viel dafür, selbst wenn man iCloud einsetzt, regelmäßig auch ein lokales Backup zu machen, wenn man die Disziplin hat und sich daran erinnert oder eine Erinnerung in seinen Kalender eintragen, die von mir aus dann jeden Monat oder so, oder jede Woche, auch wenn man es sehr penibel machen möchte, einen daran erinnert, halt lokal auch die Daten zu speichern. Ich glaube, natürlich, wenn man sich da völlig drauf verlässt, dass die immer irgendwie da sind. Oder man muss halt sehr, sagen wir mal, sehr leger sein und sagen, okay, wenn halt meine alten Messaging-Threads verloren gehen, dann ist es mir auch an einem gewissen Punkt egal. Also es gibt ja Leute, die sich sehr klammern an ihre Messenger-Historie zum Beispiel, und für diesen Drama ist, wenn halt die ganzen Gesprächsunterhaltungen von die ja inzwischen ja teilweise Jahre und vielleicht Jahrzehnte zurückreichen, wenn die verloren gehen, andere sagen, ja gut, ist mir egal. Ja, also das ist natürlich auch sehr persönlichkeitsabhängig, und da macht man sich natürlich sehr einfach, wenn man da nicht völlig an den Daten hängt. Fotos sind natürlich ein viel schwierigeres Problem, weil ich glaube, da ist der Verlust in den meisten Fällen ist natürlich schon, kann schon dramatisch sein, weil je nachdem, was das für Fotos sind und die man vielleicht dann nie wieder bekommt, kann natürlich, da muss man vielleicht dann auch erst mit klarkommen. Deshalb muss man natürlich mit den Fotos auch besonders, besonders gut umgehen. Und da ist es ja immer noch so, dass viele Leute auch einfach die Fotos auf dem iPhone haben und die sind da auf Gedeih und Verderb. Und wenn das iPhone halt irgendwie in den See fällt oder ins Wasser fällt, dann sind halt auch die Fotos weg und dann besteht sowieso kein Backup. Das ist natürlich sowieso auch ein Basisproblem, was sich dann immer nur mit Aufwand und eben mit irgendeiner Form von lokalem Backup auch lösen lässt, wenn man halt den iCloud oder den Cloud-Weg nicht beschreiten möchte. Der es einem natürlich viel einfacher macht auf der anderen Seite, wenn man ihn beschreitet, mit all seinen eigenen Problemen. Ihr habt jetzt ja schon die nachgelagerten potenziellen Problemherde ja beschrieben, also die Banking-Apps zum Beispiel, die aufgrund des Sicherheitskonzepts eben dann häufig erfordern, dass man eben dann nochmal speziell die Zugangsberechtigung, die man zum Beispiel hatte, gerade bei so Authentifizierungs-Apps, dann nochmal überträgt auf das neue Gerät, was ja auch oft voraussetzt, dass man auch das alte Gerät ja noch hat. Das ist übrigens auch so eine Falle, wo ich auch schon fast ein paar Mal reingelaufen bin, dass ich dann fast viel zu spät festgestellt habe, dass meine Kreditkartenbestätigungs-App, die ich noch von meiner Bank habe, dann nicht so einfach sich da mit überträgt. Ihr habt das Szenario von Messengern umschrieben. Auch da ist es ja so, dass die ja sehr unterschiedliche Ansätze haben, ihre Messages, also ihre Datenbanken dann zu übertragen. Wir denken da auch an so einen populären Messenger WhatsApp, der ja auch ein interessantes Konzept hat. Das merkt man übrigens auch, wenn man von iOS zu Android oder umgekehrt wechselt. Das ist ja jetzt einfacher geworden, aber das war ja lange Zeit eine Katastrophe, wo es nur mit halbseidenen Konzepten dann auch ging, um das zu lösen. Ja. Aber was mache ich denn jetzt eigentlich mit meinen In-App-Käufen? Das ist ja auch so ein Szenario, was viele haben. Die haben irgendwie sich Apps gekauft und dann In-App-Käufe. Und im ersten Moment, wenn ich die App aufmache, sagt die, du bist Standard-App. Du musst eigentlich jetzt eine Pro-App kaufen. Aber man sagt doch, ich habe das doch gemacht. Was können die Leute da tun? Zum einen gibt es den Punkt, gibt es bei manchen Apps den Punkt In-App-Käufe wiederherstellen.
authentifiziere ich mich mit der Apple-ID und gut ist, weil das ist ja, der In-App-Kauf ist ja im App-Store quasi gespeichert. Und bei anderen Apps ist es so, dass die eigenes Benutzerkonto ohnehin verlangen. Also beispielsweise die Office-App, die hat ja auch, Office 365 setzt ja, glaube ich, auch auf Cloud und eigene Benutzernamen. Und wenn ich mich da dann mit meinem Benutzerkonto da anmelde, dann kann ich ja auch das normal weiterverwenden. Das heißt, da habe ich dann auch Zugriff auf meinen Kauf oder auf meinen gekauften Programme oder gemietet, je nachdem. Da kann man auch mit, also nicht nur mit den klassischen Einmal-In-App-Käufen, sondern auch Abos kann man da reinrennen. Auch da gibt es dann meistens in der App irgendeinen Weg, halt zu sagen, Käufe wiederherstellen, und da muss man sich nochmal authentifizieren, und dann ist normalerweise, sollte das dann wieder funktionieren oder das Abo dann weiterlaufen. Da kann man ja auch in Apple-ID-Einstellungen auf dem iPhone in den Einstellungen ganz oben nachschauen, welche Abos man halt mit der eigenen Apple-ID verknüpft sind. Und im Idealfall löst sich das dann natürlich wieder auf. Sollte es sich nicht auflösen, kommt man wahrscheinlich an einem gewissen Punkt nur noch weiter, wenn man sich dann tatsächlich an Apple Support wendet, weil dann kann man das wahrscheinlich selbst nicht mehr ohne weiteres lösen. Oder unter Umständen an den Anbieter der jeweiligen App, weil das stimmt natürlich, dass inzwischen auch eine Reihe von Diensten sind natürlich auch, gerade wenn man das Abo eben extern gekauft hat, Spotify-Abo oder sowas, da muss man sich natürlich direkt an den jeweiligen Anbieter richten und schauen, dass man da seinen Account geregelt bekommt und was dann vielleicht das Problem ausgelöst hat. Bis auf meine letzte Frage habe ich tatsächlich jetzt in schönster Tradition einer iPhone-Migration alle Fragen an euch übertragen. Habt ihr noch Punkte, bevor wir zur Abschlussrunde kommen, wo ihr sagt, das ist noch ein ganz wichtiger Punkt, den sollte man eben bei diesem Wechsel vom iPhone berücksichtigen oder im Hinterkopf behalten? Ja, also ein Punkt vielleicht ist natürlich, abgesehen von dem Mismatch, von der Nichtstimmigkeit der Betriebssystemversionen, ist natürlich auch eine Schwierigkeit, wenn man ein neues iPhone kauft, das eben weniger Speicherplatz hat als das alte. Und da rennt man natürlich unter Umständen auch in den Berg an Problemen, vor allem auch, wenn man gerade wenig Cloud-Dienste im Hintergrund benutzt. Also auch Apple macht das ja bei seinen eigenen Diensten oder gerade der iCloud-Fotomediathek natürlich so, dass du ja letztlich nur einen Teil deiner unter Umständen ja riesigen Fotodatenbank eben auf dem iPhone runterlädst oder nur kleine Vorschaubildchen, die halt kaum Speicherplatz belegen, solange du halt diese Fotos nicht aufrufst. Und das schmälert diese Problematik des kleinen Speicherplatzes natürlich bis zu einem gewissen Grad. Aber wenn man jemand ist, der eben auch zum Beispiel Podcast-Apps sind ja auch so ein Klassiker, die halt unter Umständen, je nachdem, was man denen an Speicherplatz halt einräumt, halt auch wirklich Gigabyte an Daten schlucken können im Laufe der Zeit, wenn man sich halt auch Folgen archiviert und die nicht einfach löschen lässt oder selbst löscht, dann braucht man, oder auch jemand ist, der lokal halt Musik speichert. Das sind ja alles Sachen, die früher selbstverständlich waren und die inzwischen eher so ein bisschen zu so Randphänomenen werden, aber da natürlich immer noch für viele Leute extrem relevant sind. Und da muss man halt tatsächlich, dann hilft auch nicht viel anderes, als halt vorher aufzuräumen und sich zu überlegen, komme ich mit dem Speicherplatz, den ich jetzt habe, am Schluss wirklich klar, und auch einfach mal in die iOS, in die Speichereinstellungen reinschauen. Die sind natürlich auch, die geben manchmal ein bisschen komische Angaben, und da gibt es immer diese sonstigen Daten, die sehr undurchschaubar sind und die eigentlich Daten sind, die letztlich iOS einfach bei Bedarf auslagern kann und das manchmal auch tut und manchmal auch nicht. Und wir haben halt so viele Automatiken inzwischen ja im Betriebssystem, die versuchen, Platz zu sparen, wie das Auslagern von Apps auch und so weiter. Also da ist natürlich viel darauf ausgelegt, Daten einfach bei Bedarf in die Cloud zu schieben und wenn du sie wieder brauchst, einfach runterzuladen. Und wenn du dieses Spiel aus welchen Gründen auch immer nicht mitspielen willst, dann bewegst du dich eben noch in dieser alten Welt, dass du sehr genau auf diese Speicherplätze, den Speicherplatz achten musst, was belegt wie viel, und bekomme ich eben die Menge meiner alten Daten, bekomme ich die wirklich auf das neue Gerät? Ist nicht immer einfach. Da muss man sich wirklich die Mühe machen, vorher aufzuräumen. Das führt mich noch zu der Frage, lange Zeit war es ja so, viele Käufer, das heißt viele, aber einige Käufer von technischen Geräten waren ja so auf dem Standpunkt, neues Gerät, clean install. Ne? Also bei null anfangen, alles runter, keine Altlasten mit sich herumtragen. Das kommt noch aus den Zeiten, als ja das Übertragen von Daten und Einstellungen ja auch nicht immer ein Spaziergang war und mitunter auch dazu geführt hat, dass Systeme dann gar nicht so toll mehr funktionierten. Das ist heute aber eine absolute Nische, oder wie seht ihr das? Ist das noch ein Thema, Clean Install? Ja, also
Ich glaube schon. Also ich meine, das bedeutet natürlich sehr viel Zeit mitzubringen, wenn man wirklich sein Setup dann in irgendeiner Form wieder einrichten will. Auch da ist es halt, wenn man selbst sagt, es ist halt schön, mal bei Null anzufangen, da muss man aber auch gewillt sein, sich von manchen Daten dann einfach zu trennen oder zu sagen, okay, ich archiviere die jetzt in irgendeiner Form, was ja schon schwierig ist, dann musst du vielleicht zum Tool wie die iMazing ist da immer der Klassiker, ja, mit dem du halt einzelne Elemente sozusagen des Speichers, die auf deinem iPhone belegt sind, halt in irgendeiner Form auslagern und dann auch lokal halt auf dem Desktop-Computer oder Mac und Windows-PC, egal, halt archivieren kannst. Und dann zu sagen, ich mache alles neu, aber der Aufwand, ja, weil dann stößt man plötzlich, ich muss mich bei Elster für meine Steuererklärung anmelden. Ja gut, Elster Secure App ist halt nicht installiert oder du bist irgendwo einkaufen und hast halt die App vom Parkhaus nicht mehr. Und man stolpert da ja immer an so vielen Stellen, teilweise ja auch nach Wochen und Wochen erst über diese Probleme. Also ein bisschen Leidensfähigkeit muss man dafür schon mitbringen, glaube ich. Auf der anderen Seite hat man halt das gute Gefühl, ein wirklich frisches Gerät zu haben, was sicher unter Umständen schon auch Problemchen hier und da vermeiden kann. Also ich wäre dem nicht immer so abgeneigt. Ich bin nur selbst davon abgekommen, weil der Zeitaufwand einfach so hoch ist und das Frustrationspotenzial enorm hoch ist, wenn man später halt erst im Nachgang dann in die Probleme reinkommt, dass man halt irgendwo sich nicht mehr anmelden kann oder nicht mehr authentifizieren kann. So, das halt, dann wird es unangenehm. Die Abschlussfrage, ja, ich habe jetzt mitgenommen, ja, vieles wird ja durchaus schon positiv bewertet von dem, was ja heute an der Integration des Systems angeboten wird, wenn man den Wechsel vollzieht. Aber habt ihr auch noch Wünsche für die Zukunft? Gibt es noch so Punkte, wo ihr sagt, na ja, da kann es auch wirklich noch besser werden, da muss es vielleicht auch besser werden? Holger, wie geht dir das? Ich bin im Grunde jetzt eigentlich sehr zufrieden, weil viele, viele Sachen, die früher nicht so gut geklappt haben. Also früher war ich auch ein Fan vom Clean Install, weil alle 2 oder 3 iOS-Versionen, wenn man das immer jedes Update mitgemacht hat und durchgeschliffen hat und dann von iPhone zu iPhone umgezogen ist, dann war es früher tatsächlich sehr anfällig. Dadurch, dass jetzt auch nur dass die Daten zwar von Gerät zu Gerät übertragen werden, aber alle Programme neu runtergeladen werden, ist es per se weniger anfällig und läuft auch viel smoother und eben auch man vergisst einfach viel weniger. Also ich finde, Apple hat da sehr viel in die richtige Richtung gemacht und ich hätte da jetzt gar kein Bedürfnis, da irgendwas zu ändern, außer vielleicht, dass es etwas schneller gehen könnte. Aber ja, vielleicht muss ich da ein bisschen bei den Daten besser haushalten. Ja, stimmt schon. Also ich habe auch den Eindruck, dass sie da sehr viel gemacht haben, gerade in den letzten 1, 2, 3 Jahren, dass die Schnellstartfunktion, die am Anfang auch noch hakelig war und man nicht allzu viel Vertrauen immer da reinstecken konnte, aber inzwischen würde ich auch sagen, das war im letzten Jahr mein bevorzugter Weg und wird sicher auch in diesem Jahr mein bevorzugter Weg sein, den ich auch selbst dann wähle und ich glaube, den man auch guten Gewissens empfehlen kann, eigentlich zu nehmen. Aber wünschen würde ich mir schon, dass wir auch eine bequeme Übertragungsmöglichkeit haben, die einfach lokal funktioniert und dann übers Kabel. Idealerweise natürlich über ein schnelles Kabel mit einer schnellen Verbindung oder auch da dann von mir aus halt mit ein bisschen mehr Zeit. Aber dass man es halt an sein, was auch immer, Mac oder PC anschließt und das dann sehr einfach auch funktionieren würde und da wirklich zu 99% halt auch alles Zeug entsprechend hin und her geht und auf dem neuen Gerät dann landet. Das fände ich schon schön, wenn Apple sich die Mühe geben wird. Aber ich mache mir, glaube ich, also der Illusion, dass das passieren wird, gebe ich mich nicht hin. Ja gut, vielleicht ja unter dem Deckmantel des Datenschutzes, also auch wenn Apple natürlich betont, dass der iCloud-Weg auch ein besonders sicherer ist und der Datenschutz natürlich gewährleistet ist, aber hätte man dort die Wahl, so wie sie es ja mittlerweile eben auch bei den Schlüsseln anbieten, dass man mit Fido-Schlüsseln zum Beispiel arbeiten kann, wenn man besonders auf Nummer sicher gehen möchte. Es gibt diesen Blockiermodus, wo man ein Gerät, diesen Stealth-Mode, wo man ein Gerät auch besonders absichern kann, wenn man das Gefühl hat, dass das Gerät möglicherweise potenziell in Gefahr schwebt. Und ich finde, das wäre eine logische und konsequente Fortsetzung, wenn Sie sagen würden, ja, natürlich auch schon bei der Installation, beim Aufsetzen dieses Geräts, ein sehr sensibler Prozess, wo ja sehr viele persönliche Daten ja von A nach B fließen, ist es vielleicht fürs Gefühl einfach des Anwenders schon hilfreich, wenn er oder sie das Gefühl hat, okay, das
ich beherrsche es jetzt vollständig. Das geht jetzt nicht über meine Internetleitung erstmal raus, über irgendwelche Server, nach Amerika, wieder zurück und so weiter. Also das, ja, vielleicht ist das unter dem Gesichtspunkt ja ein Punkt, wo Apple vielleicht doch unsere Wünsche wahr werden lässt. Wobei den Fido-Schlüssel, den fordert das iPhone an, wenn man sich das erste Mal auf einem Gerät mit einer Apple ID anmeldet. Also das ist schon der Fall. Also schon mal ein Anfang, genau. Da müssen nur noch die Daten auch über das Kabel hinterherkommen. Also zumindest wenn ich es einmalig neu mit meiner Apple ID verwende, die ja mit einem Schlüssel abgesichert ist. Holger, hast du denn noch Strategien, was man dann am besten, nachdem man diese ganze Migration über die Bühne gebracht hat, was man denn dann mit seinem alten iPhone so am besten machen kann? Hebt man das dann noch auf in der Hinterhand? Verkauft man es dann auf der Stelle? Was ist da so? Also das kommt ja auf den eigenen Use Case an. Ich würde es, selbst wenn alles übertragen ist, noch eine Woche vielleicht bereithalten, falls doch noch irgendetwas fehlt im Alltag, weil manchmal merkt man erstmal doch, ah ja, diese App muss ich doch noch irgendwie freischalten oder irgendwas fehlt dann, also irgendwas fehlt immer, wo sich schon sehr viel tut. Wenn ich dann sage, ich brauche es dann tatsächlich nicht, obwohl man es ja auch noch für andere Sachen einsetzen könnte als Webcam oder wie auch immer, und man es nicht in der Familie weitergibt, würde ich es löschen, was ja auch sicher und bequem von zu Hause auch geht. Und dann aus Bequemlichkeit würde ich es wahrscheinlich zum Recommerce-Anbieter bringen. Da gibt es ja auch wirklich Apple viele inzwischen. Ne? Verkaufen. Ja. Also natürlich kann man es auch über Kleinanzeigenportale machen. Ist mir immer ein bisschen zu viel Aufwand. Ich bin da eher faul und habe wenig Zeit und freue mich, wenn sich da jemand anders drum kümmert, dann kriege ich aber eben auch nicht den allerbesten Preis. Ja, Apple, genau. Bei Apple selbst sind die Preise natürlich sehr niedrig, die Ankaufspreise. Da hast du halt den super Bequemlichkeitsfaktor, dass du halt letztlich das alles in einem Aufwasch machst. Du kaufst dir das Neue, der Betrag vom Alten wird dir gut geschrieben, dann hast du noch ein bisschen Zeit, das zu übertragen und dann, ich weiß gar nicht, wie lange, weiß nicht, ob du es aus dem Kopf weißt, Holger, und dann hast du halt eine gewisse Zeit, bis du dann das alte iPhone an Apple schickst und dann ist das Ganze halt abgewickelt. Also es ist natürlich sehr bequem, aber also die Ankaufspreise sind halt wirklich auch niedrig. Es bieten ja auch einige Händler an, die dann mit Recommerce-Anbietern zusammenarbeiten. Ne? Also die sagen eben, gut, wir verkaufen dir ein neues iPhone, willst du dann halt nicht in Zahlung geben und kann man dann teilweise gegen eine Gebühr auch machen, dass man sagt, hier, dann übertragt mir das halt oder ich übertrage es und dann gebe ich es dir direkt in Zahlung und kriege dann noch irgendwie eine Gutschrift. Warum denn nicht? Könnte man auch machen. Ja, es ist halt so, dass natürlich neue iPhones hat halt meistens erstmal nur Apple, ne? Also bis die halt irgendwie im Hand, also wenn du jemand bist, der sofort ein neues iPhone möchte und ich plädiere immer dafür, um Geräte möglichst lang zu benutzen, also wenn die halt auf den Markt kommen, sofort kaufen, wenn man sie sowieso kauft, weil dann hat man halt die längste Zeitdauer des neuen Gerätes, dann kriegt man sie natürlich nur direkt bei Apple, das ist natürlich, wer natürlich Geduld hat und irgendwie 2-3 Monate wartet, wenn diese Weihnachtsflut und der erste Ansturm vorbei ist, der kriegt natürlich auch das neue iPhone dann zu einem besseren Preis, wenn es dann langsam Richtung Januar, Februar des nächsten Jahres geht. Aber so viel Geduld muss man dann erstmal mitbringen. Wie bei Autos in gewisser Weise. Neuwagen, Gebrauchtwagen, Jahreswagen. Ja, da muss man ja sowieso viel Geduld mitbringen. Ja, ein halbes bis ein Jahr müssen wir ja nicht aufs neue iPhone warten. Genau. Ja, dann würde ich sagen, haben wir einen relativ guten Überblick bekommen über die Frage mit dem Wechsel vom iPhone. Ich danke dir, Holger. Ich danke natürlich auch Leo, wie immer, für perfekte Migrationsassistenz hier im Mac and I Podcast. Beim nächsten Mal gibt's ein Fresh Install, dann reden wir nämlich mal über ein neues Thema. Und ich glaube, ja, ich verrate nicht zu viel, wenn ich schon so ein bisschen durchblicken lasse, dass wir sehr wahrscheinlich über Neuigkeiten von Apple uns hier austauschen werden, was wir davon halten sollen, was da genau sich verändert hat. Ja. Und generell, wie es im Leben so ist, ne? Wie es so weitergeht. Ja, dann macht's mal gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mac and I Podcast. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Ciao.